Hiermit rufen wir auf Disney. Es tut mir leid, dass ich Brillenträger bin. Ich habe heute mal diese Brille auf, weil auch dieses spontan. Ich begrüße alle total recht herzlich die deutsche Star Wars Show. Alles in Deutsch. Aber ich musste feststellen, viele haben recht, Deutsch, Europa, gar eine Star Wars Show, Krieg der Sterne Show zu machen. Ich weiß nicht. Deutschland und Europa bekommen kaum die richtige Ware. Wir waren jetzt in Brasilien unterwegs. Wir waren jetzt hier auch in Amerika unterwegs und da gibt es schon die gesamten Rogue One Sachen. Aber dieser erste Aufruf an Disney ist wirklich ernst gemeint. Disney, sollte Disney es sehen, XD, also Disney Corporation hier in Deutschland oder auch in Amerika. Wir überlegen uns sowieso, diese Show in Englisch zu machen, weil in England und im englischsprachigen Raum kommt alles viel besser an, wie hier in Deutsch. Deutsch ist irgendwie dröge, abgenudelt, keine Ahnung, da ist nichts los. Irgendwie ist das so. Kann sein, dass wir auf dem falschen Planeten sind oder im falschen Film. Wir wissen es nicht. Ich habe schwer abgenommen, ich merke das schon. Der Gürtel geht mir flöten. Aber egal, ja, hier der hier. Der Gürtel geht mir flöten. Ja. Ich habe mir das Kostüm von Kylo Ren mal eben drüber geschlüpft. Gestüllt, angeknagelt, ne? Ist klar. Deutsche Show. Ah. Okay, bin ein bisschen mürrisch, merkt man schon, weil ich muss improvisieren, weil heute war jemand angesagt, der hier an sich moderieren wollte. Wir hatten an sich eine super tolle deutsche Star Wars Show vor, aber wie gesagt, ist ja eh alles in Disney Hand und Disney hilft sowieso nicht und an die Figuren zu kommen, das ist immer so eine Sache. Erstmal wunderschöne Grüße zu Bayern, zu München. Er wartet sehnsüchtig auf sein Kostüm, was in Amerika bei Amor bestellt worden ist und auch schon in Frankfurt bereitsteht, aber schon seit über einer Woche beim Zoll. Ja, wann der Zoll das freigibt, wann der Zoll es sendet, ich drücke dir fett die Daumen, dass nach dieser Sendung du Hurra schreist und in der neuen Woche, in der neuen Kalenderwoche, du dein Kostüm hast. Wer gemeint ist, weiß Bescheid. Den Namen blende ich unten ein. Er ist auch auf der Website, hat auch seine eigene Community, hat auch seine eigene Seite und gehört auch zu Old Republic. Und da sind wir natürlich auch schon beim Thema Old Republic. An diesem Wochenende kam ja wieder ein Game raus. Knights of the Eternal Throne. Also Knights of the Eternal Throne. Also dieser Videoclip wurde ja wieder schon zersägt und minimiert. Und wir haben also die gesamte und auch die minimierte. Sie läuft ja gerade, könnt ihr es sehen. Old Republic, darum geht es jetzt in diesem Beitrag. Old Republic. Wir sollten wirklich so eine Art Petition oder Videoclips auf den Weg bringen und die dann für Disney bereithalten. Disney, wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr wirklich Old Republic aufgreifen würdet. Ich meine, The Rebels läuft, ihr sendet mir ja immer die Stories auf mein Smartphone, ich schaue es mir ja auch an. An diesem Wochenende lief wieder Staffel 3, bald habe ich alle Staffeln gesehen. Die gehen in die Tiefe, sie zeigen die Pilots, also die Piloten, die Ausbildung der Piloten und haben so kleine Mini-Stories. Und wie gesagt, es würde Spaß machen, wenn Walt Disney sagen würde, World Station. Das heißt also, sie würden komplett allen das freigeben. Ja? In der heutigen Zeit ist an sich alles ziemlich machbar, auch die Synchronisation ist ziemlich einfach. Wir leben, wie gesagt, im Industriealter 4.0, wir sind vernetzt, wir können das alles hin und her schicken. Da kann irgendeiner arbeiten, während ich jetzt, sagen wir mal, vor dieser Kamera, dann bearbeitet ein anderer das dort und so weiter und so fort. Wir sind doch jetzt schon so dermaßen vernetzt. Wir sehen bei Facebook Roboter, wir sehen bei Facebook und so weiter. Wir haben das alles durchgenudelt, wir haben die Maske durchgenudelt von Chewbacca, der neue Chewbacca Club und so weiter und so fort. Wir haben jetzt auch so ein Mini-Spin gesehen, also so ein Hauch von Han Solo ganz neu, wie er da saß und versucht da den Spider zu starten, aber ob das Ding funktioniert, da haben sie geschnitten.
weiß man nicht. Ich meine, wie der Schauspieler Han Solo wurde am Set, hat er ja schon einiges gezeigt und hat ja gezeigt, dass er angenommen worden ist. Also Han Solo kommt nun mal als Spin-off für sich selbst und soll auch ziemlich lange kommen. Darum geht es jetzt hier aber nicht. Es geht hier um Old Republic. Old Republic, da gibt es ja nicht allzu viele Figuren. Ja? Morgus, den gibt's. Und ein paar andere auch. Nicht alle. Riven gab's. Denkt nochmal dran. Riven wird mit E geschrieben und nicht mit A. Ist nämlich kein Rabe, sondern das war der Freund von Nilius. Damals, bevor die da. Also, Riven ist der Einzige, der auf der hellen Seite zu Hause war und auf der dunklen Seite zu Hause war. Dunkle Seite, helle Seite war er zu Hause. So, worum geht es denn heute in der sogenannten Disney-Show? Eben nicht. Also, wir wollen das Ganze amerikanisch nicht, wir wollen das auch nicht jetzt Englisch, deswegen spreche ich Deutsch. Deutsch ist mittlerweile quasi auf Deutsch gesagt. Naja, mehr, man müsste mehr Türkisch, wie der eine schon sagte, mehr Türkisch sprechen und so weiter. Also, Facebook ist ja sowieso die Beleidigung schlechthin. Wer überhaupt, keine Ahnung. Wir sind nun mal Generation 55 plus und arbeiten mit 18 plus aufwärts. Aber mittlerweile, dank ARD, dank ZDF, 1.10.2016, sprechen wir die 6 plus und 12 plus an. Und dann, das wird schwierig. Am liebsten würde ich Jugendliche hier das machen lassen, hätte mehr Sinn als Produzent. Als Produzent selber vor der Kamera zu stehen und zu sprechen und so eine Show ins Leben zu rufen, ist ja sowieso immer so eine Sache. Machen wir aber trotzdem. Disney, wir würden uns freuen, wenn ihr Old Republic auf den Weg bringen würdet. Der Trailer war schon stark, das Spiel ist genial, Game gibt gute Noten und wir geben auch gute Noten. Wir würden also als Animation, wäre Old Republic gar nicht mal so schlecht, auch als vollwertiger Film. Ich bin ja mehr für die Rebellen, ich bin mehr für die Outlaws. Ja, meine Generation 55 plus, wir sind mit Western groß geworden. Und so Space Invader Western, so Space Western, Star Wars Western, das wäre es. Also bemühe mich wirklich an diese Kluft zu kommen. Wirklich, bemühe mich an diese Kluft zu kommen. So richtig Old Western da mit so richtigen Laser-Revolvern da, so ganz lässig in Slow Motion mit den imperialen Truppen oder gegen die imperialen Truppen oder mit den Rebellen und was weiß ich, da durchmarschieren und alles so richtig in Slow Motion hochgehen zu lassen. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Genau. Ach, dieser waschechte Cowboy bei Old Republic. Auch ihn wünschte ich mir als Figur, so richtig 30 cm, weil sowas wirkt mehr, oder 12 Inch, ja, 12 Inch, 6 Inch geht so. Ich habe mir jetzt die 6 Inch angeschaut von Rogue One. Der Roboter ist ja der größte, ja, von allen. Und da die Kunden, die ich gebe ja allen Kunden Tipps und Tricks hier im Shop, und uns der Preis ist heiß. Ne? Also so 42,95 Euro gibt es schon gerne für eine 6 Inch 42, 45, 49 Euro aus. Ich meine, wenn wir die großen anbieten, 50 cm, 70 bis 1,20 Meter ab 49,95 Euro, dann ist ja, das passt ja. Ich merke ja immer, wenn die Kunden anfangen zu schlucken, ist das teuer. Richtig, also Lego zum Beispiel ist ja super teuer geworden. Ich hätte mich mit sehr vielen darüber unterhalten, über die Lego-Sachen, die da richtig teuer geworden sind. Besonders der allerneueste Todesstern. So, das war so ein Zwischenpendant, ist nicht die richtige Show. Die richtige Show kommt noch. Diese Sekte da, die Sith-Lord-Sekte da aus Wien, Berlin und so, naja, Sekten. Mag ich persönlich nicht, muss ich einfach mal in diese laufende Kamera sagen. Ich weiß immer noch, dass George Lucas an einem Tisch gesessen und sich das ausgedacht, um Geld
zu verdienen. So, Film machen, Film herstellen ist nun mal Geld verdienen. Und wenn da irgendwelche abfahren, Fans werden, total durchdrehen, abheben, freut sich nur einer, der Produzent. Ja, der freut sich dann. Und ob ich als Producer, als Produzent, als Hersteller mich nicht eines Tages auch mal freue, wenn das mal so richtig abgeht, weiß ich nicht. Im Moment als YouTuber der ersten Stunde in den 90ern angefangen mit 6,8 Millionen Zuschauern, diverse andere auch, die es leider nicht mehr gibt, die abgesprungen sind, weil von irgendwas muss man leben. So, ja. Dass es unser Beruf ist, Beruf, Hobby, Hobby und Beruf, nun, das ist natürlich eine gute Geschichte, deswegen kann man das nutzen. So, das war's mal wieder. So eine Idee, so eine spontane Idee, die Star Wars Show hochzufahren, alles über Star Wars. Aber die Filmfiguren und Theater, Web-TV bleibt auch. Alles über Filme, alles über Figuren und so weiter. Figuren herstellen, beziehungsweise zeigen, darüber sprechen, die auseinandernehmen, sich die anschauen und sagen mal, lohnt sich nicht. Die sieht ja fürchterlich aus, das bringt nichts. Mittlerweile, dank der neuesten Technik, dank den Smartphones, dank iPhone und wie sie alle Samsung, wie sie alle heißen, danke. Mittlerweile kann das ja jeder. Deswegen brauchen wir sich auch gar nicht mehr so bemühen. Vielleicht setze ich mir demnächst auch irgendeine blöde Maske auf und schreie da zig mal rein. Und plötzlich gucken da 30 Millionen, so ein Vollidiot. Ja, diesen Vollidiot, / gucken 3 bis 4. Dann sieht man, dass man sich doch Mühe gegeben hat, um nicht voll, als voll waschechter Vollidiot rüberzukommen. Das Internet ist eh eine verrohte Kiste. Man sitzt davor und wird dann zum Zombie. Genauso, wenn man sich in sein Auto setzt, dann wird man auch zum Zombie. Das haben wir früher mal gedreht. Ne? Sobald ein wirklich netter Mensch setzt sich in sein Auto und dann wird er zum Teufel. Wow. So ungefähr ist jetzt, also wir haben ja viele Geschichten durcherlebt. Früher Funk nannte man Breake. Da hat man über Funk, CB-Funk, hat man dann, und dann wurde man auch zum Zombie. Also man wird, also diese Technik verführt die Leute zum sogenannten Zombie-Werden. Ja, sich irgendwie neben die Spur zu setzen. Man sitzt vor so einem Gerät und kann da mal so richtig einen raushauen. Und deswegen mögen wir Star Wars. Star Wars lenkt uns ab, Star Wars bringt uns runter, Star Wars macht uns ruhig. Und so machen wir ein Hobby zum Beruf und einen Beruf zu einem Hobby. Ja, wir arbeiten mit vielen Schauspielern zusammen, mit Filmpool TV, mit Komparsen.de. Und ach, da ist so eine Menge ist da. Und ja. Man muss ja nicht immer Star werden, man muss Spaß haben. Man muss Spaß haben, mit Star Wars sich auseinanderzusetzen. Für die ganzen Cosplayer, da wollte ich jetzt gerade hinaus, ich nehme das Ding jetzt hier mal weg, jetzt werde ich zum Pfarrer hier, da fehlt noch so ein weißes Ding hier, wird mir hier zum Pfarrer. Ja, wie gesagt, dieses Ansatzkostüm hier, das mir hier dauernd der Gürtel runterrutscht, ist von Kylo Ren. Ich war mal dicker, lang ist her. Und man schneidert mir ja immer die Sachen zu. Also mittlerweile passt hier in der Hand rein. Ne? Also so dermaßen habe ich abgenommen. Ich habe hier abgenommen, also merke ich gerade. Deshalb war mal Spack, so richtig Spack war das. Ne? So, nehme ich das hier auch mal ab. So, während ich jetzt aus diesem sogenannten Star Wars Thema rausgehe, wieder in das normale Thema, finde ich es ja immer wunderbar, wenn ich mich mit Kunden täglich unterhalte über Film, Figuren, Theater, mit den Komparsen, mit den Schauspielern. Das macht so viel Spaß. So, Star Wars, The Star Wars Show ist eine Show für und Figuren etc. zu verkaufen. An sich ist es Star Wars Show, ist an sich nur für The Rebels. Was anderes besprechen die ja kaum. Hin und wieder ist mal ein Stargast da. Aber das ist eben so. Big Bang Theory, das war auch eine klasse Geschichte, wie er da reingekommen und dann den sogenannten Darth Vader da gesehen hat, der an sich nur die Stimme von Darth Vader in Amerika gegeben hat, Earl Jones. Und ja, es macht so viel Spaß. Die Geschichten müssen jetzt geschrieben werden, weil wir haben noch nicht 2017. Einige haben es noch nicht verstanden.
The Star Wars Show ist für die Rebels und die Star Wars Show Deutsch ist ein Kompendium aus ganzen Filmfiguren, Theater und Web-TV, weil da eine Menge. Und ich bin der Meinung als Produzent, ich suche Moderatorinnen, also Moderatoren aller Geschlechter, weiblich, männlich, die dann wirklich jung, jünger, am jüngsten, alt, älter, am ältesten, alle, wohlgemerkt alle. Wir haben keine Zielgruppe, wir sind die Begeisterten. Versuche ein sogenanntes begeistertes Video zu machen für alle Kunden, die fragen, was wir hier machen. Jetzt kann man uns ja hören, jetzt ist die Stimme da. Viele fragen, warum läuft da unten ein Laufband, das nervt, das passt nicht zur Stimme, soll ja auch gar nicht zur Stimme passen. Weil so ein Videoclip auch bei uns im Studio bzw. im Raum, im Shop läuft als Sendung. Für die Figuren, die dort aufgestellt sind, die eingekauft wurden für diese Sendung und dann natürlich jetzt verkauft werden. Da 6 plus 12 plus zuschaut, da 6 plus 12 plus jetzt Ferien hat, habe ich mir gedacht, komm, spring ins Studio, mach nochmal so einen Videoclip, lade alle ein, kommt vorbei, alle, die im Nahkreis sind, meine lieben Kunden, ihr seid so gut unterwegs. Wenn ihr Lust und Laune habt, kommt rein, wir können darüber philosophieren. Jetzt habt ihr den Ton gehört, jetzt wisst